Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video möchte ich mal ein paar Begriffe klären wie Marktpotenzial, Absatzvolumen und ähnliches. Und wir benutzen einen kleinen Trick. Wir merken uns einfach, Potenzial ist das Mögliche. Und Volumen ist das Tatsächliche. Und der Begriff Markt steht für alle Unternehmen, und der Begriff Absatz steht für ein, nämlich unser Unternehmen. Wenn wir uns diese vier Dinge merken, dann wird es ganz einfach. Potenzial ist das Mögliche, Volumen ist das Tatsächliche, Markt steht für alle Unternehmen und Absatz steht für ein, nämlich unser Unternehmen. Was ist dann das Absatzpotenzial? Absatz steht für ein Unternehmen, unser Unternehmen, und Potenzial steht für das Mögliche, also das, was unser Unternehmen absetzen könnte. Das ist eine Schätzung, eine Prognose, eine Annahme, eine Prämisse. Ja, Absatzpotenzial, das, was ein Unternehmen möglicherweise absetzt. Absatzvolumen. Das, was ein, nämlich unser Unternehmen, tatsächlich absetzt. Marktpotenzial, das, was alle Unternehmen möglicherweise absetzen. Das sind Möglichkeiten, Schätzungen, Annahmen, Hoffnungen. Und dementsprechend das Marktvolumen, das, was alle Unternehmen tatsächlich absetzen. Das ist ein Wert aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit. Das ist der gesamte Kuchen, der tatsächlich bewegt wird. Keine Möglichkeit, sondern eine tatsächliche Zahl. Marktvolumen, das, was alle Unternehmen tatsächlich absetzen. Ich hoffe, ich habe Ihnen das ein bisschen leichter gemacht. Wenn Sie sich für mich und meine Methode interessieren, schauen Sie mal unter www.spaßlerndenk.de vorbei. Würde mich freuen. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.